willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2 mit Imrik. Und jetzt gucken wir mal, wie das diesmal so abläuft. Rücken die vor? Ja, schon. Gut, das wollen wir. Wir haben jetzt die Magierin nicht dabei, was ein bisschen unpraktisch ist, aber ansonsten rücken die ja vor. Das ist für uns eigentlich relativ praktisch. Natürlich. Ja, komm wieder ihre Drecksschattenläufe. Die will ich ja einfach nicht haben, ganz ehrlich. So, machen wir es mal so. Das ist auch mal wieder gut. Kriegst jetzt nicht wirklich Schaden von denen. So. Genau, wir kloppen uns immer noch mit den Skaven, aber diesmal habe ich meine Taktik ein bisschen geändert und bin jetzt mal in die Offensive gegangen. Hab dafür zwar meine eigene Lande so ein bisschen geopfert, aber ganz ehrlich, immer noch besser als selber total drauf zu gehen. Wie kann er sie so schnell hintereinander wegholzen? Ach lol, ich konnte es irgendwie abbrechen. Voll gecheased. Finde ich super. Oh, das hat auch nicht reingezimmert. Forward!
Ums. Macht sie einfach nieder, bitte. Ihr seid direkt da, jetzt geht einfach zum Charge über. Machen kaum Schaden einfach. Suffer my Lance klingt schmutzig. Klar verlieren die jetzt wieder im Nahkampf gegen Shuttleläufer, natürlich. Wäre auch seltsam, wenn es mal anders wäre. Alter, wieso sind die denn so langsam? Die sind nicht mal vergiftet jetzt. Ohne Scheiß, reißt euch echt mal zusammen. Schießt die hier nieder, das geht echt nicht. Die Gossenläufer sind einfach nur Verarsche. Ah, scheiße, diesmal hat nicht geklappt. Das war jetzt anstrengend. So. Verfolgen wir noch ein bisschen. Vor allem, die Gossenläufer treffen halt alles und jeden und meine Hochelfen schützen halt irgendwie nichts mehr. Also seit dem Patch, sind die echt schlücht geworden. Es ist immer noch gar nicht mal so schlecht, aber sie treffen halt einfach nicht mehr gut. Das ist das Problem. Naja. Die Drachenprinzen sind unfassbar langsam. Schon aufgefallen? Ich meine, hier ist ja noch nicht mal sumpfiges Gebiet, die sind trotzdem scheiße langsam. Wenn ich jetzt die hinterher schicke, dann sind die genauso schnell. Das ist ein Witz. Da wird 78 als Geschwindigkeit angezeigt, das ist aber nur Verarsche. Eigentlich bin ich glücklich. Zum Glück zwiebelt unser Drache ordentlich rein. Also mal schauen, ob die Strategie aufgeht. Snitch ist halt jetzt bei meiner Hauptstadt. Und sie hatten 3 Fullstick-Armeen da, wie auch immer die das gemacht haben in der kurzen Zeit. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist das strange. Dafür ist die Armee jetzt erstmal weg.
A donation to the dragons. Jetzt ganz ehrlich, zu gut behalte ich das nicht, aber ich will die Verstärkung. Weißt du, jetzt verliere ich halt immer noch welche durch Fahnenflucht, obwohl ich schon längst... Das ist doof. Das ist lame. Einfach nur lame. So, unsere Bogenschützen sollen jetzt auf jeden Fall besser werden, weil... Ja, die werden auch nicht so schlecht. Unsere Bogenschützen konnten schon ordentlich feuern, aber unsere... Anfangstruppe hier ist halt irgendwie ein bisschen... Naja. Gut, es wird sich auch lohnen, die hier zu verbessern. Warum auch immer die hier vorhut sind. Egal, ich weiß es nicht. Mehr Nahkampfabwehr, mehr Nahkampfangriff. Das wird halt schon einige von unseren Leuten verbessern. Machen das jetzt einfach. So. Hat es nicht ganz den gewünschten Effekt gehabt. Mal gucken, ob ich überhaupt regenerieren kann. Jetzt, das ist doof nämlich. Jetzt kann ich nämlich gar nicht regenerieren, weil ich ja versch... so lame. Wie kann ich das hier jetzt machen? Du bleibst auch hier vorne. Gehst mal hinterhalt. Vielleicht bringt es was, falls jemand angreift. Du gehst hier hin. Ach, guck mal, wer da kommt. Ob das fertig wird, weiß ich jetzt nun wirklich nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Immerhin haben wir dadurch schon mal eine Truppe. Das ist schon mal was wert. Rüstungsdurchdringenden Schaden können wir hochhauen. Höhere Anrufung von Vaul, aber ich brauche das Geld jetzt mittlerweile. Bei Belagerungsschlachten, das könnte witzig sein, wenn es den trifft. Das hier eventuell auch. Damit könnte ich eventuell... Lass mich trollen. Du bleibst da beim Belager, du gehst da nicht jetzt weg. Du bleibst da. Ja! Er hat sich mit der Rebellion angelegt und die Rebellion mit ihm. Danke. Eine neue Hoffnung. Also wenn wir jetzt Glück haben... Wenn er jetzt wirklich angreifen sollte, wäre super, wenn ich mit dem Hammer von Vaul tatsächlich mal so durch die Gegend brettern könnte. Aber ich werde das Geld einfach nur brauchen, deswegen lasse ich das jetzt. Kostet halt 1500. Wir hätten halt Flammenattacken und mehr Einsätze für die Drachenarten. Und wir haben ja überall dran. Ne, es muss reichen. Das muss jetzt reichen. Jesus, du Arschloch. Gut, rekrutieren hätte sich vielleicht noch gelohnt, aber je nachdem, wo er hingeht, ne? Lol. Gut, rekrutieren hätte sich doch gelohnt. Ich will wieder gerade mal laden. Laden. Jetzt hat.
So, wieder da. Dann rekrutieren wir jetzt. Scheustrauf. Wir können nicht so viele. Egal. Wir müssen den jetzt einfach nur einheizen. Da hat mir tatsächlich die KI hier einen enorm großen Dienst erwiesen. Wieso ist das jetzt? Okay, das ist tatsächlich schon okay. Wollte gerade sagen, wieso ist das noch nicht ausgebaut? Das wird mich jetzt verarschen, oder? Sie sind jetzt nicht gerade außer Reichweite. Das ist so lame. Also ganz ehrlich, das ist jetzt schon echt ein bisschen ziemlich scheiße, dass ich jetzt da nicht hin kann. Gut, das hat die KI extra so gemacht, aber trotzdem. Das kann weg. Huch. So. Wir können versuchen, es zu halten. Oder wir führen sie halt hier zusammen. Du plünderst hier, kannst aber nicht verstärken. Du kommst hier nur mit Skaven-Sklaven an, das heißt, die kommen nicht rechtzeitig an. Ich kann hier rüber gehen in die zerstörte Bucht oder ich kann hier hingehen. Da würde ich stärker verstärken. Nee, ich nehme den jetzt systematisch. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir hinterherkommt oder nicht, aber auf jeden Fall nehme ich den jetzt systematisch hier erstmal das hier weg. Und gehe danach in der nächsten Runde irgendwie. Mit der Armee kann ich in Spukwald ziehen. Können die. Die können hier hinspringen, okay. So. Fuck you. Also, wir können jetzt entweder hier stehen oder nicht. Nee, er kommt nicht nah genug ran, zum Glück. Also jedenfalls nicht so. Mit dem Tunnelwegenetzwerk kommt er wahrscheinlich ran. Sag mal, das sind so viel. Na, kommt er auch knapp nicht ran. Die Armee kann hier uns wahrscheinlich angreifen. Weiter angreifen oder nicht? Ich kann hier alles zerstören und verbrannte Erde zurücklassen. Oder seine Armeen vernichten. So, mal gucken, ob das funktioniert. Magic in purest form. Led by the winds. Stop now! How can I assist? Welcome. Your words and. Bitte lauft rein, bitte lauft rein, bitte lauft rein. Yes!
Ich will meine Magierin da drin haben. Aber die wäre jetzt nicht rangekommen, das ist das Problem. Jetzt müssen wir es halt so schaffen. Das Gute ist, seine Gossenläufer müssen relativ nah ran, dann kann ich sie niederschießen. Aber ja. Mal gucken. Es bleibt spannend. Ich mag das nicht, wenn es spannend ist in der Hinsicht. Nein, weil da gehen wir aber nur drauf. Das ist das Problem. Spannend heißt, wir gehen höchstwahrscheinlich drauf. So, wir haben hier eine super Anhöhe. So, dann kommt mal ran, ne? Jesus. Dragon Princess. To battle. Wir verschwenden da keine Munition. Fury of the Force God. Wir könnten schleichen mit ihm, dann können wir auf jeden Fall in den Rücken der Gossenläufer kommen. Obwohl, nee, dann kommen die hier. Na, viel Spaß dabei, die degradieren ja sowieso die ganze Zeit. Jesus Christus. So. Tschüss. So. Das ist halt nicht so gut, was da passiert. Niederschießen, 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 niederschießen. Einmal husten. Gott, leckt das gerade? Ja, das tat eventuell weh. Lol, der hat mit einem Feuerstoß, aber 200 Gels gemacht. Ja, moin. Okay,
Okay, wieso werden die gerade irgendwie aufgehalten? Na, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Das sollte bloß nicht so unbedingt sein. Das nervt. Die können wunderfröhlich schießen, das ist egal. Egal, wir nutzen das einfach mal kurz. Da wollen wir nicht hin. Schieß sie nieder, 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 schieß sie nieder. Au, 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 au. Dragon Princess, forward! For duty! Orders received! Death to all! Einmal husten. Der Drachenatem ist ziemlich stark, muss man sagen. Die haben jetzt nicht so viel gerissen, aber die haben auch schon wieder ordentlich kassiert. Genau, die verfolgen jetzt einfach noch ein bisschen. Grenzläufer sehen eigentlich ganz cool aus. Wenn es nicht so lang würde gerade. Ja, egal, wie ich bin. Also jetzt geht das so langsam. Oh, ich habe einige selber erschossen, wie es ausschaut. Ja, aber vorher war das echt eine doofe Situation, weil da bin ich ja mit Imrik auch nach hinten irgendwann zu denen, aber dann hatten mich diese verdammten drei Fullsticks halt total umzingelt und ich hatte halt als erstes gegen Snitch gekämpft. Das hat mir das Genick gebrochen und jetzt haben halt, hat die Rebellion halt gegen Snitch gekämpft, was richtig gut ist. Ah, schön. Ja, das hat mir jetzt so ein bisschen den Hintern gerettet. Gut, ansonsten hätte Skinnitch halt wahrscheinlich weiter belagert, hätte eventuell angegriffen, hätte bei der Belagerung halt ordentlich Männer verloren und wäre ansonsten kopfig gesprungen. Ich hätte bloß die Hauptstadt verloren. Also, bloß.
Ja, apropos Gold. Ich nehme das wieder. So. Na, Snitch! Schlägt ein Lager auf und rekrutiert. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt Angreifer kriege, wenn ich verteidige. Obwohl, ich habe abgefangen. Ah. So. Jesus. Hier sind jetzt einfach die Bestienmenschen, die Orks. Ja, ich kann ihn so nicht angreifen. Das ist nicht so schlimm. Sauflecken können wir tatsächlich zur Not einfach verlassen. High Elven Archmage. Spellcaster. Jetzt hoffe ich nur, dass es dann reicht. Na? Natürlich nicht. Warum auch? Also sagt, jetzt klappt's. Aber es hat ordentlich was an Glück gebraucht. Also hätten wir die jetzt nicht abfangen können, dann wären sie sonst wohin gesprungen. Ja, und hätte Snitch nicht auf den Nuss gekriegt, dann würde er jetzt weiter gegen uns ziehen und dann hätten wir auch echt ein Problem. Und jetzt muss ich halt trotzdem weiter vorstoßen und... Ist halt die Frage, solange Snitch halt da so halb kaputt rumläuft, ist es eigentlich okay, weil dann wird er halt jetzt hinter mir herlaufen und zum Beispiel jetzt den Saufflecken angreifen. Das ist nicht so schlimm. Warte, machen wir das so, wir scouten mit dir, gehen da zu Imrik, gehen mit dir hier hin, der wird abhauen, das ist klar. Dann gehen wir weiter nach da und... Gehen die hinterher. So, da rekrutieren wir natürlich auch, aber... Das Problem ist, er wird jetzt weiter... Rekrutieren... Sauflecken hat nicht wirklich eine gute Verteidigung. Und gerade im Moment ist er noch angeschlagen. Jetzt hoffe ich mal bloß, dass mich da die KI nicht wieder verarscht. Was die Bewegungsreichweite angeht. Son of the Fiend. Gut, eine Einheit würde jetzt eigentlich reichen. Egal, aber wir wollen gegen Snitch und alles hier gut gewappnet sein. Also, zwei Einheiten. So, jetzt brauche ich hier langsam mal Geld und oder öffentliche Ordnung. Also gerade geht's mit der öffentlichen Ordnung. Die Korruption ist bloß hoch, aus irgendeinem Grund. Gebäude, militärisches Vorgehen. Gut, das waren wir nicht. Ja, zur Not, ganz ehrlich, warte mal, da kriegen wir halt 100, da kriegen wir 60, da kriegen wir 200, da kriegen wir 120. Da kriegen wir auch... Machen wir das so. Ach stimmt, ich hätte mit ihr jetzt hier bleiben können, auch nochmal rekrutieren können. Na egal, aber ich glaube, das können wir uns sowieso nicht leisten. Ja, ist halt da ein beschädigtes Gebäude, das ist mir kackegal. Auch hier geht es halt weiter runter. Das ist mir auch egal. Ganz ehrlich. Ja, mit 11, das ist halt innerhalb von 3 Runden eine Rebellion da. Da kann ich nichts machen. Das machen wir irgendwann anders. So sieht aber aus, als ob wir jetzt Sauflecken tatsächlich behalten könnten. Das heißt, wir bauen das hier tatsächlich rein. Und hoffen ganz stark. Wie viele Helden hat er denn schon? Woher? Sag mal, wie...
Der muss dann nicht nur eine Goldgrube hier drin haben, der muss nur fünf drin haben. Und er hat nur vier Gebäude, jetzt halt nur drei. Na gut, jetzt kann er wahrscheinlich doch mehr Einheiten unterhalten. Oh. Interessant. Jesus. Das ist jetzt zu sehr Verarschung. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Bis zum nächsten Mal.